Grüße euch und heiße euch herzlich willkommen zu einem weiteren Part Let's Play Grandia. Wir haben alles dabei, was wir brauchen. Die Axt nehme ich mal jetzt nicht mit. Gehen hier in diese, wie hieß es, unterirdische Ruinen B2. Letzten Part haben wir die unterirdischen Ruinen betreten mit unserem neuen Mitstreiter Guido. Dieser hat sich aber leider im letzten Part, also im gleichen Part, auch schon wieder verabschiedet. So wie alle anderen unserer Mitstreiter, unserer Freunde. Raab, Fener und, wie gerade besprochen, Guido sind keine Ahnung wohin. Es ging darum, dass wir in diesen Ruinen A erstmal den Schlüssel für Alend gefunden haben, hinter dem Ruinenwächter, den wir im letzten Part gemacht haben, der überraschend einfach ist. Für uns zumindest, sonst ist es ein bockschwerer Endgegner. Ich weiß nicht, was ich anders mache als andere. Auf jeden Fall gibt es da noch das gleiche in grün. Ja, hier gibt es nichts weiter, da brauchen wir da nicht hin. Haben wir denn da noch, alles klar, ich muss da lang, haben wir da denn noch die Galila-Armee gesehen, die da irgendwas vorhaben, und Baal hat irgendwie Lehen dazu genötigt, irgendwas zu machen, ihre ikarischen Kräfte, würde ich sagen, freizusetzen, und hat so auch die alten Golems aus der Wandmalerei praktisch in echte massive Körper verwandelt. Und so sind wir dann auch unseren Freunden abhanden gekommen. Oh, die Katze wollen wir mal machen. Die Fledermäuse kennen wir schon. Abgesehen davon. Och, ey, Mensch. Blind getroffen. Svitaros, alles klar. Müsste wahrscheinlich jetzt schon gleich besiegt sein. Ja, drei Angriffe überlebt sie nicht. Und jetzt sind wir allein hier halt in irgendwelchen Ruinen. Beziehungsweise sind immer noch die in Zielpardon. Aber irgendein anderer Abschnitt. Wir sind offensichtlich sehr tief gefallen. Noch mehr Geld. Ich kenne den Weg hier nicht weiter. Also, ich weiß jetzt auch nicht, was das hier soll. Keine Ahnung, was man damit machen kann, falls man damit überhaupt was machen kann, falls da jemand was weiß. Schreibt's in die... Nein. Schreibt's nicht. Also ihr könnt es in die Kommentare schreiben, aber ich muss es nicht dafür extra so betonen, ne? Könnt immer schreiben, wenn ihr was möchtet. Jetzt gab es hier aber noch mehr Wege. Von wo kam ich denn? Oh, jetzt gibt es vier Wege. Warte, von wo kam ich? Hier auf jeden Fall nicht. Hier finden wir eine Kiste. Ein Augenstern, einen zweiten. Denn Fener hat ja bereits einen. Jetzt finden wir hier noch ein diamantförmiges Gebilde. Ja, doch, diamantförmig. Wenn man diese klassischen Diamantsteine dann nimmt. Wie man sie aus irgendwelchen Trickfilmen oder so kennt, da sehen die auch immer so aus. Dann kamen wir, nee, ich glaube von hier kamen wir. Wenn wir direkt links sind, habe ich hier das Geld eingesackt. Hier wollte ich die Katze machen. Alles klar, dann weiß ich, wo wir sind. Also nicht direkt, aber ich weiß auf jeden Fall, wo wir waren. Gibt schon wieder zwei Wege. Ah, ein Brot. Das nehmen wir. Oh. Ich schneide jetzt mal den Kampf nicht raus, ey. Die sind ja sowieso schnell vorbei. Zur Not, wir können auch, glaube ich, oh, es könnte knapp werden, aber wir probieren es mal mit einer Schockwelle. Da ist der Kampf doch einfach schneller vorbei. Ja, gar kein Problem. Sammeln hier gleich das Brot auf. Gönnen uns das auch natürlich gleich. Denn im Normalfall kommt jedes Brot, was wir erstmal so finden, zu Justin, der braucht das am nötigsten nicht, weil er
Nee, die Zauberfrucht, die behalte ich mal. Die kann Raab später gebrauchen. Oh, noch ein Weg. Was ist hier? Ein Durchgang. Noch einer. Hoffentlich führen die jetzt hier wieder zusammen. Ist das der? Ja, dann ist alles gut. Dann ist alles gut, dann wissen wir Bescheid. Gibt es also doch nur einen Weg. Nämlich... Ich weiß auch gar nicht, was diese... Das hier sein soll. Das weiße Zeug hier. Kann ich nichts mit anfangen. Müssen wir jetzt aber keinen Endgegner hier machen, wa? Unterirdische Ruinen 4. Da waren wir auch schon mal. Ah, wir kommen langsam wieder irgendwie in die richtige Richtung. Ich bin froh, dass das nicht so lange gedauert hat. Mulen ist auch hier. Fena, wo ist sie? Justin, du lebst noch? Was hast du mit Fena gemacht? Spuck's aus, Mulen. Justin, hör gut zu. Nimm den Geisterstein und hau ab, jetzt. Hä? Was erzählst du da? Sag mir, wo Fena ist. Ich kann jetzt nicht reden. Verschwinde von hier. Lass, hau ab. Jetzt. Hey, ich höre Stimmen. Hier rein. Wer hört Stimmen? Ach so. Die hätten wir auch. Ja, es geht mir gut. Wie verlief die Rettungsaktion? Viele Männer sind unter dem Schutt begraben. Alle Überlebenden sind mit der Rettung und der medizinischen Versorgung beschäftigt. Warum hat uns General Baal in den Stich gelassen? Das reicht. Ich werde das persönlich mit dem General klären. Wo steckt General Baal? Er ist zurück zum Grandeur mit dem ikarischen Mädchen. Ich glaube, sie ist Fena? Wie bitte? Jetzt hat er nicht nur Lehn, hat er sich auch Fena geschnappt? Oder wie was? Was soll das? Ausgang, ja, da ging es ja nicht mehr raus. Na, wollen wir mal schauen. Ich bin froh, dass das hier gerade nicht so lange gedauert hat, wie ich es in Erinnerung habe. Denn da war das immer eine Ewigkeit. Ewigkeit. Ich mag das, diesen Part nämlich überhaupt nicht. Also den wir jetzt gerade gemacht haben, alleine mit Justin da. Ich mag, die Musik ist mir da ein bisschen unheimlich vielleicht. Und man läuft da alleine rum. Ah, wir sind hier raus. Ich weiß nicht wo, wir sind wahrscheinlich an den Stadtmauern von Zilpadong oder was. Und das ist das riesige Gerät, nehme ich an, wo Fena jetzt offensichtlich auch drin ist. Da unten, da doch, man sieht Leute da unten. Ist das? Ja, wird man ja gleich sehen. Von Weitem war wahrscheinlich die Grafik auf der PS1 nicht so. Aber ich kann mich ja mit einer weiteren Ikarierin trösten. Fast vollbracht. Unter dem Schutt verloren, was sein. Die Hälfte unserer Männer. Ich werde mit dem Grandeur zur J-Basis fliegen. Dem Schloss, in dem Gaia noch schläft. Schön, dass wir dieses Mädchen haben. Beeilen wir uns und reichen sie Gaia als Geschenk. Du nimmst den Leon Lot. Stoß. Ja, komm. Ja, vorhin im letzten Part hatte ich eine andere Stimme für Baal und Mulen. Aber ich habe die auch schon wieder vergessen. Ich kann ja nicht jede Stimme im Kopf behalten. Bis jetzt habe ich wahrscheinlich gar keine behalten. Okay, also Fena ist auf jeden Fall auf diesem riesigen Schiff. Und die Frage ist, wie kommen wir an Fena? Und wie lange brauchen wir dafür? Ich will sie jetzt nicht unnötig lange aus dem Team haben. Königin, oh man. Da müssen wir jetzt irgendwie hinterherkommen. Wo sind eigentlich Raab und Guido? Ist, die weitere Frage. Jemand ruft uns. Ah! Hocken die da auf so einem fliegenden Manta. Wir müssen Fena retten. Ja, komm, rauf da. Und hinterher fliegender Manta. Klasse Ding. Guido hat ein paar nette Sachen auf Lager. Das kann man nicht anders sagen. Ja. Denn, ach so.
Wie interessant. Lane hat eine jüngere... Eine jüngere Zwillingsschwester. Haha. Moment. Okay. Dann schneide ich das nachher raus. Logisch, wenn man darüber nachdenkt. Die Griechen formten ikarische Statuen vierer bewaffneter Frauen. Zwillingsschwestern, aha. Ja. Teilnehmer, größter Schritt der Menschheit. Also der General scheint mir jetzt eigentlich nicht so wirklich der Menschenretter zu sein. Vor allem, wenn man dieses Gesicht sieht. Und Lean gehorcht ihr auch nicht. Hey! Was war das? Ja, Fena mit ihrem Abenteuerinstinkt oder vielleicht auch der weiblichen Intuition. Unser fliegender Mantarochen ist euch auf der Spur. Davon könnt ihr ausgehen. Wir lassen hier nämlich niemanden im Stich. Direkt unter... Mann, ich finde das Ding süß. Warte, ich hebe sie auf. Wie, was aufheben? Was willst du da aufheben? Du kannst da nichts aufheben. Wir müssen da irgendwie erstmal rauf. Oder habe ich mich gerade verlesen? Das weiß ich nicht. Wenn ja, dann tut's mir leid. Dann bin ich einfach nur ein Vollidiot. Oder ein Analphabet. Fast. Nun komm, ruf da jetzt. Ah, es wird auf uns geschossen. Der Manta ist gefallen. Genauso wie wir. Aber... oh, aber glücklicherweise noch auf das Schiff. Luftschiff, Flugschiff. Keine Ahnung, auf jeden Fall machen sie fertig und dann nimmt sie sich ein Beispiel an. An die Hindenburg. Erklär mir mal, warum ich immer runterfalle, wenn du da bist. Ach stimmt, ja, in den Ruinen sei auch gestürzt. Rab genug ist schon. Manche Menschen machen sich Sorgen um ihren Freund. Oh. Rab, also, ja, bleib so lange liegen, bis sich einer um mich kümmert. Ragazzi. Ich glaube, Guido soll einen Italiener darstellen. Und Milda eine Deutsche. Wow. Warte, liegt hier hinter was hinterm Turm? Das sind ja immer so eine gern Orte, wo man vielleicht mal das ein oder andere Item lagern kann. Schauen wir mal. Verstauen wir erstmal den Augenstern und ja, da ist auch schon. Den nehme ich. Nee, nehme ich nicht mit. Aber ich gar keine Lust drauf. Benutzen wir mal das... nee, ist ja gar nicht. Die Zauberfrucht für Raab. Hätten sie natürlich auch Guido geben können. Aber der kommt, glaube ich, schon ganz gut klar. Zumal er eh keine Zauber hat. Oh, grüß dich. 5 ZP. Ne, die nehmen wir Justin. Vor allem, weil Himmel und Erde 90 Punkte kostet. Und da braucht man danach nochmal jeden ZP, der da möglich ist. Oh, wir sehen Soldaten. Da sind noch mehr. Na, schauen, was das für welche sind. Sind das die ganzen Kämpfer, heißen die einfach nur. Die haben, glaube ich, eine etwas grünere Rüstung als die, die wir von ganz Anfang kennen. Aber widerstandsfähig sieht anders aus. Mal sehen, was der eine, der kommt da jetzt zu seiner Fähigkeit. Und mal sehen, was er kann. Schockschwert. Oh, doch. Macht schon Schaden.
kann man nicht anders sagen. Vor allem bei Guido. Aber der ist ja auch noch nicht so das High-Level. Und wir brauchen nicht mehr viele Punkte, 500 Punkte nicht mal mehr für Guidos Level Up. Dann ist er endlich Stufe 25. Naja, was heißt endlich, so lange haben wir nicht. Und ihr wisst, was ich meine, ne? Ihr wisst schon, was ich meine. Heilen wir uns nochmal kurz, weil wir nach ein, zwei Angriffen von denen bestimmt auch schon ordentlich einen reinbekommen würden. Nur wenn ich sie nicht machen muss, dann lasse ich sie. Jedes extra Training schadet uns, wie ihr wisst. Die patrouillieren hier. Nee. Hau ab. Haut ab. Oh, hier sind so viele. Ich glaube, ich schneide mal kurz. Gleich. Beziehungsweise jetzt halt, wenn Kämpfe kommen immer. Das geht ja wohl überhaupt nicht. Oh, ne, jetzt kommt schon wieder. Ah, ich sollte vielleicht doch nicht so auf weglaufen. Und den Hinterhalt riskieren. Ah, die Musik gefällt mir immer noch, ja. Ach, da brauchen wir jetzt, glaube ich, gar nichts großartig machen. Machen die einfach ganz gemütlich so weg. Und dann haut er schon hin. Ja, Guido, den machst du alle. Wie der denn mal mit seinem Schwert hüpft. Klasse. Und bang. Das war's dann auch. Ich glaube, ich muss mich aber schon wieder heilen. Die Sache ist, die sind mir jetzt gerade hier so auf den Fersen. Und wenn ich jetzt einmal kurz in das Menü gehe, dann ist es wahrscheinlich so, dass ich gleich in den nächsten Kampf reinkomme. Ich hoffe mal, dass er nicht bis hier hinten folgt. Denn kann ich vielleicht noch etwas ausweichen. Ich hoffe, dass ich finde das jetzt nicht schlimm, dass ich jetzt nicht so viele Kämpfe mache. Aber der eine dreht sich. Wie, ich komme hier ja nicht runter. Ach so. Jetzt habe ich's. Klasse, vorbeikommen. Boah. Ach, da unten ist die Kiste. Ich glaube, an das Geld komme ich. Was macht er denn? Ich weiß nicht, was er da oben macht. Nicht, dass da oben so ein Alarmknopf ist oder sowas und die denn alle auf mich aufmerksam werden. Aber den werde ich erstmal ausrüsten. Justin hat zwar schon die Ausrüstung, aber wir haben... geben wir es Guido oder ihm? Der kriegt da mehr Bonus dazu. Guido ist aber da trotzdem schwächer. Gegen drei Technikblocken. Da Guido, glaube ich, nichts anderes als Technik kann, lasse ich ihm das mal. Dass er wenigstens im Falle eines möglichen Angriffes der... Boah, Leute! Was ist hier los? So viele... Ja gut, ne, ist klar, die suchen gerade uns alle gerade. Maschinenraum. Ist da denn vielleicht noch ein Item hier versteckt? Wow, fuck. Oh Mann, ey. Gerade richtig erschreckt. Aber wir wären natürlich auch mit diesen fertig. Dann gucken wir gleich mal im Maschinenraum. Schwerttanz. Wow. Also ich kenne Schwerttanz ja nur von Pokémon und da ist sie auch schon gut. Aber hier ist sie auch schon. Oh nee, Guido trifft natürlich nicht. Mach den jetzt alle da. Ja. Da kriegt er einen von... Oh, bei Raab sieht... Einen von Latz. Da krieg... Sieht bei Raab jetzt schon wieder gar nicht so gut aus. 106 nur. Aber ich möchte auch verhindern, dass einer bei uns stirbt. Denn wir sind bis jetzt auch ganz gut durchgekommen. Geht's hier rein? Nein. Wow. Bis jetzt ist nämlich im ganzen Spiel noch keiner bei uns einmal gestorben. Und das wollen wir auch so lassen. Ich sehe so gar nichts. Das geht nicht. Oh nein. Ich muss es irgendwie durchlaufen. Einfach nur laufen. Einfach nur laufen. Möglichst wenig von denen machen. Man könnte natürlich auch hier einen Kampf machen. Das mache ich im Normalfall. Aber hier lasse ich das mal. Ja, es gibt zwei Wege.
war das? Ach, das fährt hoch und runter. Kann man denn da rauf oder was? Nee. Und hier geht's auch nicht weiter. Na gut, dann hat sich der erledigt. Wahrscheinlich extra nur für diese Animation haben sie das reingenommen. So. Eine Lokomotive, aber scheint keinen Dampfantrieb zu haben. Das wurde mit alter angelunischer Technik hergestellt. Was meinen die denn? Das hier? Das stimmt, ne? Könnte sein. Oh, hier ist ein Speicherpunkt. Vorm Kontrollraum. Ich weiß ja nicht, wofür das steht. Aber ihr wisst es sicherlich. Wir sind bestimmt wieder kurz vor einem Endgegnerkampf. Mal schauen, wen wir hier haben. Oh, da sind sie. Ah! Was sagt es? Endlich können wir mit den dreien abrechnen. Die sind uns ja schon seit CD1 auf der Schliche. Und jetzt bekommen wir unseren Kampf, wo wir mal alle drei fertig machen können. Saki, Mio und Nana. Alles klar. Dann schauen wir mal. Ich glaube, das wird kein leichter Kampf. Dreifaltig gefriere. 5000, 3000, 4000. Na gut, dann glaube ich, mache ich erstmal Mio. Weil dann sind sie erstmal schon reduziert und dann ist alles gut. Ich glaube auch sowieso, dass Mio die gefährlichere ist. Ich könnte natürlich jetzt den Himmel und Herdieb, dann ziehe ich auf jeden ein bisschen über 1000 ab. Und natürlich mit dem Luftschneider agieren. Aber ich glaube, wenn wir auf jeden Schaden drauf bekommen, sind wir auch ganz gut beraten. Dämonenball 20. Habe ich ihm den Albira gegeben. Ich glaube, das war eher versehentlich, aber naja, können wir den wohl ein paar Mal öfters machen. Ist doch bis jetzt die stärkste Attacke, die wir für Raab haben. 600. Ja, das ist, sieht gut aus. Warum macht der, sagt er nichts? Warum ist der Ton weg? Ich weiß nicht, warum der Ton weg ist. Drück mal kurz auf Pause und dann schauen wir mal. Okay, offensichtlich funktioniert in diesem Kampf der Ton nicht. Ist natürlich jetzt etwas scheiße, zumal die dreifaltig Kälte. Und was ist dreifaltig, Alter? Wieso haben das zwei vor? Das einmal auf... Oh Mann, ey. Verbessert Fähigkeiten eines Freundes. Ich glaube, das setze ich mal auf Raab ein, dass der Dämonenball mehr abzieht. Ja, da bleibt mir, glaube ich, keine große andere Wahl. Wollen wir mal sehen, was es ist. Die sagen auch nichts, ne? Dreifaltigkeit. Ja, und jetzt? Was machen die da? Die reden wahrscheinlich irgendwas. Aber anscheinend funktioniert... Was? Wow. Oh, oh Mann, ey. Das wird jetzt ziemlich, ziemlich scheiße, glaube ich, der Kampf. Und jetzt kommt, macht sie das nochmal mit der Dreifaltigkeit. Ich glaube, das funktioniert aber auch nur so lange halt alle drei dabei sind. Das heißt, wenn Mio erstmal gleich besiegt ist, nachdem Justin und Raab dran waren, dann sind wir, glaube ich, da relativ safe. Zumindest vor dieser Attacke. Die Sache ist halt nur, dass das erstmal so weit kommen muss. Sie macht Bumm. Oh Mann. Das könnte der Kampf sein, wo wir schon mal einen verlieren. Zum Glück haben wir Lebenstrank dabei, aber der ist auch nur auf der niedrigsten Stufe. Und ich könnte... Die hat 1000 noch. Sie hat noch 1000. Alle heilen 1 ist nicht so der Hit. Haben wir... Wir haben den Karmtrank. Ich glaube, ich muss den jetzt auch benutzen. Es geht nicht anders. Zumindest ist er schneller als...
als Saki. Saki? Ja, ich glaube, Saki heißt die Rothaarige. Und komisch, dass fast kompletter Sound hier stinkt. Aber ich hoffe, dass wir da irgendwie halbwegs über diesen Kampf kommen. Ich hätte es auch viel lieber mit Musik. Aber offenbar soll es nicht sein. Dann schauen wir mal, dass wir jetzt Elektro-Jojo. Ja, aber erstmal Mio weg. Und dann ist eigentlich schon alles gut. Dann greife sie nochmal an, dass sie nicht großartig zu irgendwelchen Aktionen kommt. Weil durch jeden Schlag, da wird sie natürlich auch auf dem ATP-Balken etwas zurückgehalten. Und das kann ich, glaube ich, noch ganz gut gebrauchen. Zumal jetzt gleich Justin dran ist. Und dann können wir Mio besiegen. Hoffentlich ist Guido jetzt nicht tot. Wow, ey. Sie will nur angreifen, na, das soll sie machen. Luftschneider 420. Das sollte reichen. Ey, wenn nicht, wäre es sehr, sehr traurig. Ja, 420 haben die eigentlich schon ganz normal. Oh, 800. Jetzt müssen wir noch gucken, dass bei uns Guido nicht stirbt. Haben wir, der hat auch nur ganz normal heilen 1. Das heilt 40 KP oder sowas. Da muss Justin ran. Dann besiegen wir jetzt Nana, die hat direkt am nächsten, am wenigsten. Und der Dämonenball macht ja immer noch guten Schaden. Denn versuchen wir jetzt mit Guido irgendwas und probieren mit nochmal angreifen. Ja, das kann sie ja machen. Dann machen wir alle heilen 1. Fugido ist es ja nicht schlecht. Da kann sie ihn auch ruhig angreifen. Da kriegt er jetzt nochmal 50 bis 60 KP. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Ja, 60 ist ganz in Ordnung. Und dann kommt Raab jetzt nochmal dran und kann natürlich aufgrund, dass der nur 20 kostet, noch direkt einen Dämonenball hinterher schmeißen. Und Justin sollte denn, wie mache ich das? Ich glaube, ich mache einen Guts-Up. Das sollte ziemlich stark sein und ich hoffe, die haben da jetzt keine Resistenz gegen. Aber direkt dann können wir die wahrscheinlich auch schon mit Raab denn besiegen. Oh, zum Glück kam er noch dran. Der Schaden kommt also jetzt gleich, wenn die Attacke durch ist. Nehme ich an. Die Attacken haben auch keinen Sound, ne? Schrecklich sowas. Schrecklich. Ich hoffe, die haben das jetzt gleich wieder. Dämonenball. Ja, der reicht. Der reicht. Und Guido greift da jetzt nochmal durch, falls es knapp nicht reichen sollte. Aber dann bin ich auch schon froh, dass wir diesen Kampf überstanden haben. 588. Hatte sie nicht ungefähr noch genauso viel? Na, dann sollten wir sie ja jetzt schaffen. Ja, jetzt können, glaube ich, einfach alle durch. Weil die, ne, nicht ganz. Nee, sie kommt doch noch ein paar Mal dran. Oder? Nee, sie war da gerade. Ja, jetzt ist, glaube ich, vorbei. Jetzt ist, glaube ich, vorbei. Guido kann sie mit seinen langsamen Schlägen immer noch ein bisschen auf Trab halten. Da jetzt ist sie langsam dadurch. Und jetzt kommt Guido wieder. Ja, das war's. Der Kampf ist durch. Die kommt da nicht dran. Und auch Saki explodiert. Ja, jetzt ist die Frage, was passiert? Neuntausendsechshundert Punkte, nicht schlecht. Wow, ordentlich Punkte bekommen. Gibt's auch ein Level? Für niemanden! Was? Ah, jetzt ist aber der. Ach so, ja, er hat mich gewinnen lassen. Alles klar.
Ja. Sind einfach nur Kacknoobs. Sie hätten mich auch besiegen können, wäre auch nichts passiert. Naja. Die Musik scheint aber wieder da zu sein. Und jetzt passiert schon wieder irgendwie der klassische Justin, glaube ich. Oder wer macht es? Ach so, ja, nee, Raab hat Ahnung davon. Untergang bestätigt. Gut. Alles klar. Geht jetzt also abwärts. Ja, ein bisschen schade, dass der Kampf jetzt so komplett ohne Sound ist. Ich hoffe, ihr habt jetzt vielleicht, wie lange waren es? 5 Minuten vielleicht, meine Stimme ertragen können. Wäre schade drum, wenn nicht, aber sonst würdet ihr das Let's Play wahrscheinlich auch gar nicht gucken. Wir gehen uns nochmal heilen, denn unverwundet sind wir auf jeden Fall nicht geblieben. Das war, glaube ich, einer der knappsten Kämpfe, die wir bis jetzt so hatten. Bin froh darüber, dass Guido nicht gestorben ist. Das hätte unsere Statistik definitiv kaputt gemacht. Und das kann man nicht auf sich sitzen lassen. Noch mehr Geld, hier liegt überall Geld rum. Ich weiß nicht, warum die hier Geld liegen lassen. Hier geht's gleich hoch, oder was? Und noch mehr Geld. Okay, wir haben 2 Räume. Dann gucken wir mal in Baals Räume. Ach, hier waren die am Anfang. Oh, sogar eine Skulptur. Nee, wie heißt denn das, wenn es nur der Kopf ist? Soll es was, also ich gehe mal von aus, dass der darstellen soll. Wenn es nur der Kopf ist davon. Skulptur. Auch. Aber ich glaube, das hat noch einen extra Namen. Ah, hier geht's abwärts. Nee, ah, hier scheint es zu brennen. Und wisst ihr, ich glaube, dass das Schiff in keinem guten... Nicht? Meinst du nicht? Und dieses Feuer, was hier beruht... Hey, komm. Ey, nicht nochmal. Schon wieder allein? Müssen wir jetzt... Wow. Als ob sie gegen einen Eisberg gefahren wären. Versteht ihr? Ah, klasse. Ich und meine Gags immer. Ja, die sollten wir vielleicht nächstes Mal lassen. Ah, das sage ich jetzt auch schon zum 1000. Mal. Und ich habe sie irgendwie noch nie gelassen. Egal. Wir müssen weiter. Fena ist noch irgendwo hier auf diesem Schiff. Und ohne Fena gehen wir hier nicht runter. Kontrollraum. Komm, geh auf hier, mache. Da sind wir schon. Da ist er. Lass Fena los. Na. Der Mann, der den Geisterstein hat, ist also nur ein Junge. Bleib weg. Die Legende, das Licht der Geistersteine, die karische Flügel zögen sich gegenseitig an, ist wahr. Ich gebe dir das Mädchen zurück, mein kleiner Justin. Aber nur im Austausch gegen den Geisterstein. Ja, ich glaube auch, dass Fena recht hat. Aber was sollen wir machen? Ja, was ist uns wirklich wichtig, ist ja richtig, aber... Oh Mann, ey. Justin lässt sich auf diesen Tausch ein. Aber... Ich glaube auch, dass... wir nicht... ja. Dachte ich es mir doch. Und ich glaube, dass an dieser Stelle eigentlich auch eine Sprachausgabe ist. Nehme ich an. Könnte ich gut von ausgehen. So, gehen wir wieder zurück.
Irgendwie war da wohl irgendwas, woran sich Justin festhalten konnte. Ja, dann geht's hier wohl hoch. Außerhalb. Das Schiff bricht in zwei. Oh, ehrlich? Geheimer Durchgang. So richtig geheim schien er mir jetzt aber ehrlich gesagt nicht. Dafür, dass wir ihn einfach durchgehen konnten. Ah, ein Sessellift. Gut. Wenn man sich das extra wirklich so bequem machen muss als General, naja, ich weiß ja nicht. Ey, das kennen wir doch. Schade, dass man hier keine Aussicht hat. Das wäre schön gewesen. Wenn man auf den Knopf drückt, man hätte irgendwas sehen können. Naja, schade. Ist halt trotzdem alles nur schwarz. So, komm. Wir machen ihn jetzt nackig. Was will er machen? Nochmal abhauen, meinst du? Ich glaube nicht, dass er das schafft. So. Wie du willst. Getötet zu werden. Naja. Ich glaube ja nicht, dass er uns tötet. Und wir haben schon wieder keine Musik. Ich glaube, wir kriegen ihn sogar so down, oder? Wir versuchen es mal. Ja, das sollte... Er kommt zwar immer ein bisschen voran, aber so richtig vorwärts kommt er nämlich auch nicht. Oh, hier. Ey, das war der Sound, den Gatwin macht. Und ich hasse das, wenn der Sound hier übel kacke ist. Man hat keine Musik, nischt. Und das stört mich, ehrlich gesagt, extrem. Justin freut sich. Wir kriegen 4-5. Das müsste aber unser Level-Up sein, ne? Ja. Justin erreicht Stufe 32. Und... Ja, der Lauch ist besiegt. Wir lassen ja Berlin. Komm, wir holen Fena. Und dann ist alles gut. Wir haben es geschafft. Fena aus den Fängen von diesen Typen zu befreien. Du musst meine wirkliche Macht, die Macht von Gaia. Was? Du bist hässlich, ja. Das stimmt. Jetzt weißt du es, kein Mensch kann mich je schlagen. Du hässliches Stück. Scheiße. Oh Mann, ey. Fena konnte sich aus seinen Fängen befreien. Und springt uns hinterher. Aber das macht nichts. Er brennt. Also er ist so ein... Er ist offensichtlich genau der Typ von Mensch, weswegen die anderen Menschen verreckt sind. Und Ikaria auch. Und auch das Ende der Welt gebaut wurde. Die Gier nach Macht, die hat es einfach wohl zu sehr getrieben. Und auch, dass wir Menschen da mit dem Geisterschein Macht kontrollieren wollen, beziehungsweise Gaia. Offensichtlich klappt das nicht ganz so, zumindest nicht für alle. Für ihn soll es vielleicht funktionieren, aber... Den Plan werden wir ihm auch schon irgendwie noch ausprügeln. Mit irgendwas. So, wir befinden uns aber gerade im freien Fall. Die Frage ist nur, wie wir jetzt aufklatschen.
Denn von so einem Flugzeug zu springen ist wahrscheinlich noch schlimmer als von so einem Mantarochen zu fallen. Obwohl wir sind auch vom Ende der Welt gefallen, ne? So viel höher kann das Ding ja hier wahrscheinlich nicht sein. Ey! Fehner sind Flügel gewachsen. Oder zumindest sind die da so flackernd, lichtmäßig. Und da ist so eine grüne Säule, in der wir langsam zu Boden schweben. Kann verstehen, dass Justin da etwas verdutzt guckt. Und da ist unser... Der Manta lebt noch. Yay! Poise Manta. Oder Heil Samantha, irgendwie sowas. Das ist einfach nur geil. Der Manta holt uns aus der Luft. Ja, so. Fina, sie schläft jetzt schon 3 Tage. Heftig, ey. Schlachtschiff zerstört alles. Und Fina wacht auf. Und wir haben uns Sorgen gemacht. Ja. Das ist Quatsch, ne? Fena ist hart im Nehmen. Naja, gut, ne? Aber diese... ohne diese Lichtsäule oder so. Ich weiß nicht, ob der Manta uns da gefunden hätte. Oder hätte sie jetzt nicht vielleicht... zufällig... die Flügel bekommen. Kaya und Gaia. Sie, ich denke, ist eine gute Idee. Avanti? Was heißt Avanti? Jetzt, wo Baal tot ist, hat mein Vater keinen Feind mehr. Aber es war wirklich ein spektakulärer Tod. Guido, ja. Bring ihnen die Wissensmedaille und die Weisen von Leine zeigen dir den Weg nach Alend. Auf nach Leine? Also haben wir unseren... ja, unseren, was war das? Ich weiß nicht, wie man es bezeichnen könnte. Auf jeden Fall haben wir alles überstanden, was wir zu überstanden hatten. Sind jetzt wieder vollzählig und sind froh, dass wir alle gesund und munter sind. Und, was mir gerade auffällt, unten stehen keine Fragezeichen mehr, sondern die Level für die letzten Attacken. Ja, klar, Level 99. Alles klar. Zufällig brauchen wir nur noch genau ein Feuerlevel. Das ist jetzt wirklich zufällig, das habe ich nicht geplant. Nur noch ein Feuerlevel bis zur ersten Attacke von diesen 3 Fragezeichen-Attacken. Schauen wir mal, wann wir das hinkriegen. Bogen braucht noch 5 Level, dann kriegt auch Raab seine letzte Attacke. Also diesen Part. Irgendwas Komisches passiert. Baal ist ziemlich creepy geworden. Er hat irgendwelche Tentakeln unter seinem Mantel. Aber wir sind jetzt erstmal auf dem Weg nach Alend. Wir müssen nach Leine denen die Medaille des Wissens zeigen und dann sagen sie uns den Weg, den wir brauchen, den wir gehen müssen, um nach Alend zu kommen, um endlich mit Lite zu quatschen. Denn da werden wir sie treffen, höchstwahrscheinlich. Und das werden wir aber erst in dem nächsten Part sehen. Ich bedanke mich wie immer fürs Einschalten und fürs Zuschauen und verabschiede mich hiermit. Tschüss, Kinderz.